Ja. Hallo, hier Knusprig. Knusprig. Mein Name ist Katharina. Sie haben früher für den Börsenhandel interessiert. Stimmt das? Können Sie den Satz mal übersetzen? Wie bitte? Ja. Grüß Gott, Daniel Schelter parat. Durch diese eingegebene Nummer haben Sie sich bei uns registriert, also für den Kryptohandel. Aber Sie haben einen falschen Name eingetragen, also so fester zuschlagen. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich euch wieder zwei Telefonate mitgebracht. Zum einen den Herrn Knusprig Knusprig und zum anderen den Namensvorschlag aus den Kommentaren Fester zuschlagen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesen beiden Telefonaten. Ja. Hallo, hier Knusprig. Knusprig, knusprig. Mein Name ist Katharina. Sie haben früher für den Börsenhandel interessiert. Stimmt das? Können Sie den Satz mal übersetzen? Wie bitte? Können Sie den Satz mal übersetzen? Börsenhandel ist ein automatisches Handelssystem. Sie haben Ihr Datum der Bewerbung gegeben. Nun? Hallo, ich höre Sie nicht. Ja, und nun? Das stimmt. Sie haben Ihr Datum der Bewerbung gegeben. Ja, und jetzt? Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung auf dem Markt? Wollen Wie bitte? Na. Nochmal bitte. Haben Sie schon Erfahrung auf dem Markt? Besonders schlau sind Sie nicht, nee. Okay, kein Thema. Wir werden Ihnen alles beibringen. Und beim Handeln wird es Ihnen ein automatisches Handelssystem helfen. Dieses System ist für Marktanalyse angerichtet. Und wie mit diesem System arbeiten, wird Ihnen unser Spezialist alles beibringen und im Detail zeigen. Was hat Sie zum Trader motiviert? Gar nichts. Wie bitte? Gar nichts. Gar nichts. Okay, einfach so. Wollten Sie probieren? Oder? Nee. Okay, aber warum haben Sie Ihre Daten der Werbung gegeben? Hab ich nicht. Ach, doch, ich habe Ihre Daten. Da ich Ihre Daten erhalten habe, haben Sie sich registriert. Okay, dann können Sie einfach probieren und testen, dass dieses System. So, haben Sie schon gehört, wie Leute können der Geld verdienen mit Kryptowährungen oder Aktienhandel oder etwas anderes? Stimmt? Meistens höre ich immer, dass die Leute verarscht werden von euch. Aber haben Sie schon gehört, wie kann man Geld verdienen so? Nee, ich habe bis jetzt immer nur gehört, wie ihr die Leute betrügt. Tut mir leid, aber es kann überall sein, so. So wie bei euch. Herr Knüppel, Sie können einfach probieren, Nee, unser System knusprig, zu knusprig. testen. Ach so, zweimal knusprig, knusprig. Ja, ist ein Doppelname. Ich habe geheiratet. Meine Frau wollte ihren Namen Okay. behalten. Okay, Entschuldigung, ich dachte, das ist ein Fall, dann zweimal Ja. knusprig, knusprig. Okay. So, Sie können einfach probieren, unser System einfach zu testen und dann Sie sehen können, wie es funktioniert, wie es geht und überzeugen unsere Firma. Aha. So, haben Sie WhatsApp auf dieses Nummer? Oh Gott, jetzt kommt schon wieder die unseriöse Tour über WhatsApp. Wie bitte? WhatsApp ist unseriös. Warum? Ja, weil man das da nicht Okay, ich macht. kann schreiben per E-Mail. Ich kann schreiben per E-Mail. Ja. Okay, bei E-Mail schicke ich Ihnen Informationen und Ihr Konto. So, die E-Mail-Adresse ist gerald.hubschrauber mdccfun.de. Ja? Sie haben das Ad-Zeichen vergessen. Wie bitte? Sie haben das Ad-Zeichen vergessen. Ja, aber das ist die richtige Adresse, oder? Nee, Sie haben die falsch vorgelesen. Okay, aber dann kann ich per E-Mail schreiben, wenn Sie sagen mir oder bei WhatsApp. Blumenwiese? Das geht? Hallo, das geht bei WhatsApp? Na, WhatsApp ist unseriös. Na, da haben wir auf jeden Fall wieder eine richtig seriöse Trading-Tante erwischt, die uns hier die Daten über WhatsApp mitteilen möchte. Tja, also dass man Bankgeschäfte nicht über WhatsApp macht, ich glaube, das ist auch so klar. Denn grundsätzlich, wenn man irgendwas Seriöses abwickelt, ja, dann kann man das per E-Mail machen, aber nicht über WhatsApp. Denn WhatsApp ist definitiv, was den Datenschutz angeht, nicht sicher, um dort irgendwelche Bankgeschäfte abzuwickeln. Aber mal davon abgesehen, die nette Mitarbeiterin ist genauso wieder wie alle anderen Betrüger
Sie hört einfach nicht zu. Richtig ausdrücken kann sie sich nicht, sie nuschelt gerne mal die ganze Zeit, gut, mache ich jetzt hier in dem Gespräch auch mal, aber trotzdem, ich meine, wenn da eine Kommunikation stattfinden will und sie will mir bei irgendetwas helfen, ja, dann muss man auch mal irgendwie wenigstens ansatzweise auf die Fragen eingehen. Und selbst wenn sie mal eine Frage stellt und sie kriegt eine Antwort dazu, dann kann sie mit der Antwort auch wieder nichts anfangen. Dann sage mir bitte Ihre E-Mail-Adresse. Na, gerald.hubschrauber@mdccfun.de. So, dann probieren. Einen Moment bitte. Ich habe es geklappt. Haben Sie E-Mails bekommen? Nein. Haben Sie das bekommen? Ich habe gestern mit einem Waschbär zusammen Wäsche gewaschen. Wie bitte? Ich habe gestern mit einem Waschbär zusammen Wäsche gewaschen. Dabei haben wir beide Ameisen beobachtet. Ja. Okay, dann können wir das weitermachen, oder? Tja, also ich glaube, da braucht man nicht mehr nach Intelligenz von der netten Mitarbeiterin fragen. Ja, also daran sieht man doch einfach, dass die erstens nicht zuhören und zweitens überhaupt nicht mal unsere Sprache können. Tja, die kann einfach nur ihr Skript ablesen und genau das durchführen, was in ihrem Text steht. Und sobald man da mit irgendeinem Unsinn links und rechts abweicht, war's das eigentlich auch schon mit der angeblichen Beratung. Was denn? Ihr Konto aktivieren und ich zeige alles. Welches Konto denn? Weiter. Ihr Konto. Ja, welches Konto? Dann können Sie probieren, unsere... Mein Konto ist doch Handelssystem. Aktiv. So, Handelssystem. Ja, mein Konto ist aktiv. Ich schlage vor, ich sehe dich nicht. Ich sehe dich auch nicht. Auf unser System? Was denn? Was ist denn damit? Sag mal, Sie können einfach, Sie können einfach probieren, Ihr Konto aktivieren, zum Beispiel mit Mindestbetrag, und damit Sie sehen können, wie es funktioniert. Aha. Ich will einfach zeigen, wie funktioniert dieses System. Welches denn? Das Handelssystem. So, und in ein paar Wochen, Sie können sehen, wenn es geht, wenn es gefällt es Ihnen, dann weitergehen, arbeiten zusammen. Banane? Wie bitte? Banane? Nochmal? Eine Banane? Welche Banane? Na, haben Sie doch gesagt. Nee. Das habe ich nicht. Nee. Habe ich verstanden. Haben Sie von meiner E-Mail bekommen? Von wem? Von Katharina Gerold, Hohes Kapital. Nee, ist nicht gekommen. Okay, dann ich kann per WhatsApp schreiben, aber... Nee, WhatsApp ist ja unseriös, WhatsApp, genau, das macht man ja nicht. Okay, dann an Moment bitte, okay? Warum? Bleiben bitte an der Linie. Okay, dann bleibe ich an der Linie, aber nicht, dass ich von der Linie runterfalle. Nicht, dass man den Kopf aufschlagen. Dann haben wir hier ein Schädel-Schleuder-Hirn-Dings. Stecke noch dran oder schon aufgelegt? Hallo? Test 1, 2. Ist da noch jemand? Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Können Sie mich hören? Hallo? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Wer sind Sie? Mein Name ist John. John. Ja, ich bin ein Account Manager. Ich würde Ihnen helfen. Sie heißen John. Ja, so heiße ich. Okay. Warum? Ja, richtig. Wie kommen Sie denn zu so einem abgefahrenen Namen? Entschuldigung, noch einmal. Wie kommen Sie denn so zu so einem abgefahrenen Namen? Also Vor- und Nachname gleich? Nein, Nachname habe ich eine andere Nachname. John Corbett, genau zu sagen. Wie heißt der denn der Nachname? Robert. Was? Robert. John Robert. Ja, richtig. Glauben so, Ihnen, was für Probleme haben Sie? Meine Kollegin hat es Ihnen schon erklärt, ja, nee. Vielleicht über... Ihre Kollegin, die ist anzüglich geworden und die wusste nicht, was sie machen soll. Und dann, die war auch nicht so besonders freundlich. War sie nicht freundlich? Nee. Was hat sie Ihnen gesagt? Ja, die wollte so anzügliche Sachen wissen. Okay, dann darf ich gleich zu einem Punkt kommen und Ihnen erklären, worüber überhaupt es geht, was für Möglichkeiten haben Sie und so weiter. Was denn für ein Punkt? Ich würde es jetzt erzählen.
Ja. Also schauen Sie mal, wir sind ein reguliertes Unternehmen. Wir helfen Menschen auf Finanzmarkt Geld zu verdienen. Wir sind von CFA reguliert und arbeiten mit verschiedenen deutschen Banken auch, englischen Banken. Banken? So. Was ist denn für eine Bank? Ja. Was ist denn eine Bank? Bank? Ach so. Aber die Mehrzahl von Bank. Von Bank ist Banken und nicht Banken. Ich habe einen Dialekt sozusagen. Das hat ja nichts mit Dialekt zu tun. Das ist ja falsche Aussprache. Ja, und mal davon abgesehen, redet der hier mal mehr als gelangweilt. Ich meine, die nette Tante am Anfang hat ja schon gereicht. Die war ja schon unprofessionell genug. Aber den Typen, den sie uns jetzt hier weitergereicht hat, der macht das Ganze auf jeden Fall nicht mal im Ansatz besser. Vor allem das Gespräch, das wird hier gleich noch richtig interessant. Kann sein, kann sein. Ja. So, wieso? Bei uns, ja, wie ich schon gesagt habe, sie haben ja eine ausgezeichnete Möglichkeit, mit verschiedenen Vermögenswerten zu arbeiten. So wie Kryptowährung. Haben Sie etwas über Kryptowährung hier gehört, über Bitcoin? Nee, was ist das? Bitcoin ist eine Kryptowährung. In 2010 kostete etwa 1 Cent und heutzutage kostet ein Bitcoin etwa 20.000 Dollar. Und ja, drei oder vier Monate vorher kostete mein Bitcoin 40.000. Also verstehen Sie, wenn Sie in 2010 einen Bitcoin gekauft hätten, dann hätten Sie schon ja 20.000 Dollar. Also diesen Ausschnitt muss ich euch direkt nochmal einspielen. Bitcoin ist eine Kryptowährung. In 2010 kostete etwa 1 Cent und heutzutage kostet ein Bitcoin etwa 20.000 Dollar. Und ja, drei oder vier Monate vorher kostete mein Bitcoin 40.000. Also verstehen Sie, wenn Sie in 2010 einen Bitcoin gekauft hätten, dann hätten Sie schon ja 20.000 Dollar. Also der nette Betrüger möchte uns jetzt hier gerade sagen, dass der Bitcoin jetzt aktuell 20.000 Dollar wert ist. Vor 3 Monaten hat der Bitcoin 40.000 Dollar gekostet. Also war der Wert vom Bitcoin. Und da möchte er mir jetzt erklären, dass ich dann ja 20.000 Gewinn gemacht habe. Nun ja, wenn der Bitcoin vorher mehr wert war als heute, also damals 40.000, heute 20.000. Und der erzählt mir, ich habe jetzt 20.000 Gewinn gemacht. Das sind 20.000 Euro Verlust und nicht 20.000 Euro Gewinn. Und hier reden wir auch tatsächlich nicht von einem kleinen Hoppala. Also er erzählt uns ja sogar, dass wir jetzt hier Verlust mit ihm machen. Der Bitcoin kostet heute 20.000 und vor 3 Monaten 40. Also hätte er jetzt aktuell einen Wert von 60.000, dann hätte ich 20.000 Euro Gewinn gemacht, wenn ich ihn damals für 40.000 Euro gekauft habe und er heute eben 60 wert ist. Also merken die eigentlich selbst, was die da von sich geben? Das macht ja nicht mal im Ansatz Sinn. Das hat jetzt auch nichts mehr mit Beratung zu tun. Ich meine, das hat sich mit diesen Betrügerbirnen ja sowieso nicht, weil die sowieso nur Blödsinn erzählen. Aber hier erzählen sie doch einem sogar noch, dass man da keinen Gewinn mitgemacht hätte. Aber er sagt trotzdem, ja, da hätten sie ja 20.000 Euro Gewinn gemacht. Um Gottes Willen. Und solche Leute wollen euch hier mit Bitcoin beraten. Ja, absoluter Kracher. Weil es so schön war, gleich nochmal. Bitcoin ist eine Kryptowährung. In 2010 kostete etwa 1 Cent und heutzutage kostet ein Bitcoin etwa 20.000 Dollar. Und ja, drei oder vier Monate vorher kostete mein Bitcoin 40.000. Also verstehen Sie, wenn Sie in 2010 einen Bitcoin gekauft hätten, dann hätten Sie schon ja 20.000 Dollar. Aha. So. Aber ja, für einen Bitcoin ist es ja natürlich schon zu spät, um in Bitcoin zu investieren. Aber an der Börse gibt es ja eine Menge von anderen Kryptowährungen. Und nicht nur Kryptowährungen, Sie können auch mit Aktien von verschiedenen Firmen handeln, mit Energiequellen, mit Rohstoffen und so weiter. Mhm. Kurz zu sagen, billiger kaufen, teurer verkaufen. Mhm. Sie kaufen zum Beispiel ja eine Aktie, die kostet ja zum Beispiel 70 Euro. Und welche in denn? 2 Monaten vielleicht, ja, welche Sie möchten, ja. Zum Beispiel Aktien von BMW.
als Beispiel. Aha. Und sind, ja, mit Laufe der Zeit würden diese Aktien den Preis steigern und dann können sie ja diese Aktien verkaufen und davon ein ziemlich gutes Geld verdienen. Haben Sie etwas über Tesla gehört vielleicht? Nee, was ist das? Tesla ist so ein Auto. Es ist eine Firma, die Autos macht, repariert und so weiter. Elon Musk. Wissen Sie, wer das ist? Tesla ist eine Reparaturfirma für Autos. Das ist keine Apparatur, sondern das ist ein Auto. Ein Auto? Ein Auto, die ein Elektrocar, sozusagen. Eine Elektrokarre? Ein Elektrokar, ja. Ah, Karre, okay. Hm. So, und Aktien von in 2019 kosten die Aktien für Tesla etwa $65. Und wenn ich heute kosten die Aktien schon 650. Und wenn ich dann bei Ihnen arbeiten will, dann kriege ich so ein Tesla-Auto von Ihnen. Entschuldigung, ich habe es nicht gehört. Etwas mit Verbindung. Na, wenn man dann bei Ihnen arbeiten will, dann bekommt man so ein Tesla-Auto von Ihnen, oder wie? Entschuldigung, können Sie bitte wiederholen? Ich habe überhaupt nichts gehört. Es war etwas vielleicht mit Verbindung. Na, Sie verschenken dann so ein Tesla, bitte. Oder wie? Hallo, sind Sie noch da? Nö, ich bin noch dran. Ich warte auf die Antwort. Ich habe die Frage nicht gehört, noch einmal. Es ist etwas mit Verbindung. Na, Sie verschenken dann so ein Tesla, oder was? Ich habe nichts verstanden. Noch einmal, bitte. Nö, also ich hab's doch jetzt schon 6-mal wiederholt. Ich glaube, es reicht jetzt. Irgendwie scheint mit Ihrer Intelligenz was kaputt zu sein. Ich hab's einfach nicht gehört. Weil ich hatte ja... Ja, aber dann müssen Sie doch mal Ihre Ohren waschen, bevor Sie zur Arbeit gehen. Und vielleicht mal den Ohren schmeißen. Nein, mit Ohren ist alles okay. Na, dann mal vielleicht das Ohrenschmalz mit dem Ohrenschmalz da aus dem Headset raus vom Vorgänger. Weiß ich nicht. Sie müssen doch von den Kollegen vorher das da mal rauskratzen. Wissen Sie, weil... Naja, darüber würde ich ein bisschen später kümmern. Vielen Dank. Ja, aber dann... So was ist jetzt? Wann kommt denn jetzt der Tesla? Wann kriegen wir den denn jetzt? Ja, und das bleibt er uns dann schuldig, diese Antwort. Hier hat der nette Kollege denn einfach aufgelegt. Mal wieder, ohne sich zu verabschieden. Ich glaube, das passiert euch meistens auch nur bei unseriösen Firmen, dass einfach mittendrin aufgelegt wird, wenn sie merken, dass sie nur veralbert werden. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ein seriöses Unternehmen Anstand genug hätte, sich dann wenigstens vom Kunden noch zu verabschieden. Aber ein gutes Indiz dafür, dass wir hier sicher sein können, dass das nur Betrüger waren. Ich meine, gut, Indizien haben sie jetzt hier mehr als genug geliefert. Rechnen kann er auf jeden Fall nicht. Und eigentlich haben sie nur die ganze Zeit irgendwelchen Blödsinn um heißen Brei geredet, aber um das eigentliche Thema, wie man da jetzt genau Geld verdient, das ist also weswegen die angerufen haben, um einen helfen zu wollen, das haben sie uns hier nicht gesagt. Tja, machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefonat. Ja. Grüß Gott, Daniel Schelter am Apparat. Durch diese eingegebene Nummer haben Sie sich bei uns registriert, also für den Kryptohandel. Aber Sie haben einen falschen Namen eingetragen, also so fester zuschlagen. Das ist mein Name. Wissen Sie. Das ist Ihr Name. Ja, was ist denn daran falsch? Okay. Herr Zuschlagen. Also Sie haben sich heute bei uns registriert. Und haben Sie eigentlich Fragen an mich? Nö. Ich dachte, ich komme da bei so einer Seite raus, aber irgendwie bin ich dann bei nichts rausgekommen. Da war nur so ein Bild. Entschuldigen Sie, würden Sie etwas lauter sprechen? Also ich kann Sie kaum hören. Was sagen Sie? Ich dachte, nach der Anmeldung, da war ich dann auf keiner Seite. Okay, also um das Handelskonto einfach zu aktivieren, müssen Sie eine Investition durch Kreditkarte, Banküberweisung oder PayPal erfolgen. Also welche Zahlungsmethode würden Sie bevorzugen? Naja, erstmal würde ich ja gerne vielleicht wissen, welches Konto und welche Firma. Ja, das, was wir anbieten, ist eine automatische Handelssoftware für den Kryptohandel. Also das heißt, ein Roboter handelt für Sie automatisch in Kryptowährungen. Wir kaufen für eine kurze Zeitspanne die digitale Währungen, wenn der Markt nach unten ist. Und wir verkaufen die digitalen Währungen, wenn der Markt nach oben ist. Also so erwirtschaften wir den Profit für alle unsere Kunden. Und der Name der offiziellen Webseite von uns ist Uni Global Assets. Sie haben auch eine Willkommensnachricht von uns gekriegt, falls Sie Ihren Posteingang nachprüfen. Ja, habe ich noch nicht geguckt, aber da ist, wie gesagt, ich habe keine Seite. Wie heißt denn eure Seite? Haben Sie etwas zum Aufschreiben?
Oder ich kann Ihnen den Namen einfach diktieren. Ja. Okay, also O wie Ulrich, Nordpol Ida, Gustav Ludwig, Otto Bertha, Anton Ludwig, Minus, Anton Siegfried Siegfried, Emil Theo, Siegfried, .com ist unsere offizielle Webseite. Ja, da bin ich jetzt, ja. Okay, und da ist die Maske bei Ihnen auf Deutsch oder auf Englisch? Ist auf Deutsch. Okay, super. Ja, und was soll man sagen? Mittlerweile ist die Webseite auch schon wieder aus dem Netz verschwunden. Das heißt, man kann die Webseite gar nicht mehr erst aufrufen. Also uniglobal-assets.com ist komplett offline. Gibt man das im Browser ein, die Seite wurde nicht gefunden, ist die Antwort dazu. Tja, was soll man großartig dazu sagen? Hättet ihr jetzt in dieser Firma Geld investiert, dann wäre das Geld verloren. Die Firma ist nicht mehr erreichbar. Ich meine, sind sie sowieso nicht. Telefonisch kann man die nicht zurückrufen, weil die Rufnummer, die im Display stand, ist meistens eine gespoofte, also eine gefälschte Telefonnummer, irgendwo aus dem Ausland, und darüber kann man niemanden zurückrufen. Kontaktformulare auf der Webseite sind meistens auch nur Fehlanzeige. Wenn man Glück hat, könnte man denen vielleicht eine E-Mail darüber schreiben. Aber Telefonnummern oder irgendwelche Kontaktdaten, geschweige denn Adressen oder ein Impressum, findet man auf der Webseite in der Regel bei Betrügern nicht. Und selbst wenn doch, dann sind die Angaben meistens einfach nur gefälscht. Tja, und nun hätte man hier jetzt sein Geld eingezahlt, naja, dann wäre halt einfach alles weg, inklusive die Webseite von der Firma. Das heißt, ihr wollt vielleicht eine Woche später euch an den Computer setzen und mal gucken, weil es hat sich ja jetzt keiner mehr gemeldet, und man will sich mal wieder einloggen und mal gucken, ob da irgendwas passiert ist. Ja, und dann existiert die Webseite nicht mehr. Wie man sich da wohl fühlt, wenn man merkt, dass die ganze Webseite nicht mehr erreichbar ist. Vielleicht kann man einen Tag lang noch an denken, vielleicht ein technischer Fehler, der Server gerade nicht erreichbar, vielleicht sind sie morgen wieder da. Ja, aber morgen sind sie auch nicht erreichbar. Die Webseite ist komplett offline und das Geld verloren. Sehen Sie jetzt die Option anmelden, oder? Da müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse eintragen und ich gebe Ihnen jetzt ein neues Kennwort. Ja, also Sie müssen jetzt Ihre E-Mail-Adresse eintragen, also festa.zuschlagen@gmail.com. Und als Passwort ein großes A wie Anton. Dann ein kleines A wie Anton. Und die Zahlen von 1 bis 4. Okay, würden Sie jetzt bei Login anklicken oder anmelden? Anmeldung? Ja, bin drin. Okay, super. Jetzt haben Sie einen Überblick von der Handelsmaske. Und damit Sie an dem Finanzmarkt teilnehmen zu können, müssen Sie natürlich über ein Eigenkapital verfügen. Richtig? Okay. Das ist richtig. Ja, ganz genau. Und die Frage ist, also wie werden Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Also durch Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisung? Weiß ich nicht, was ist denn am besten? Ich glaube, durch Kreditkarte würde die Transaktion schneller sein. Ja. Soll ich jetzt die Buchhaltungsabteilung dafür kontaktieren? Okay, kleiner Augenblick. Dauert etwas Zeit. Und haben Sie auch Erfahrung bei diesem Geschäft gesammelt, oder? Nee. Okay, und haben Sie auch in weitere Anlageklassen gehandelt, zum Beispiel Aktien, Indizes, Rohstoffen? Nee. Okay. Und was hat eigentlich Ihr Interesse bei diesem Geschäft geweckt? Geld zu verdienen. Also sozusagen haben Sie als Absicht, ein neues Einkommen aufzubauen? Okay, ich bin fast fertig. Würden Sie jetzt Ihren Posteingang nachprüfen? Kann ich mal gucken. Ich habe Ihnen jetzt den Überweisungsbeleg gesendet. Also den Überweisungslink. Sie müssen einfach auf den Link anklicken.
Mhm. Und Sie werden die Seite für die Kreditkartezahlung erhalten. Ja. Und ich brauche von Ihrer Seite den Überweisungsbeleg. Also zum Beispiel, die Transaktion wurde erfolgreich rausgesendet. Aber die Nachricht wurde zurückgekommen. Also das heißt, Ihre E-Mail-Adresse stimmt nicht. Haben Sie das falsch gemacht? Laut dem System ist Ihre E-Mail-Adresse falsch eingegeben. Da habe ich Friedrich Anton Emil Siegfried Theo Emil Richard Punkt zuschlagen at gmail.com. Ja. Und wie gesagt, also da bekam ich die Nachricht, dass die Nachricht nicht zugestellt sein kann. Haben Sie auch eine zweite E-Mail-Adresse, oder? Nee. Okay, kleiner Augenblick. Und haben Sie auch eine WhatsApp-Applikation? Nee. Okay. Dann müssen wir... Haben Sie Online-Banking zur Verfügung? Mhm. Dann, wie kann ich Ihnen die Daten senden, wenn die E-Mail-Adresse existiert nicht? Weiß ich nicht. Müssen Sie die da richtig machen? Wenn Sie da einen Fehler haben, dann kann ich ja nichts dafür. Könnten wir einmal Ihre E-Mail-Adresse kontrollieren? Würden Sie mir Ihre E-Mail-Adresse diktieren, um sicher zu gehen? Na, mein Vorname und mein Nachname und dann @gmail.com. Okay, aber da bei mir gibt es Ihren Name, dann haben wir einen Punkt, dann Ihren Nachname und @gmail.com. Ganz genau. So habe ich Ihnen das gerade auch gesagt. Ich versuche nochmal. Okay, ich bekam wieder die gleiche Meldung. Also, Ihre Nachricht wurde nicht an feste.zuschlagen@gmail.com zugestellt, da die Adresse nicht gefunden werden konnte oder nicht in der Lage ist, Post zu empfangen. Das ist schlecht. Okay, aber Sie könnten bei einer Schalter gehen, oder? Was für ein Schalter? Bankschalter. Was soll ich da? Dort könnten Sie eine Banküberweisung erfolgen, oder? Falls ich Ihnen die Überweisungsdaten mitteile. Kann man das da noch machen, ja? Okay, kleiner Augenblick. Okay. Also haben Sie auch selbst Fragen an mich? Über den Roboter, über unseren Service? Ja. Also ein normales, seriöses Unternehmen hätte vielleicht noch die Option, einem Post mit den Daten zuzuschicken. So wie sich das vielleicht eigentlich auch grundsätzlich erstmal gehört, wenn man irgendeinen Finanzierungs- oder ja Aktienmarktvertrag da eingeht. Ich meine, man ist ja noch kein Kunde aktuell bei der Firma und die wollen da unbedingt Geld haben. Nun ja, aber wenn das Geld so nicht oder ich die Überweisungsdaten so nicht bekommen kann, wie wäre es denn vielleicht mal mit der Option, dass ich selbst auf der Webseite mir die Daten anschauen kann, wo ich das Geld überweisen soll? Oder vielleicht ein Tool habe, wo ich mit drüber einzahle? Ja, so ist es aber eben. Wir befinden uns hier bei Betrügern. Bei denen ist selten, also es war mal so, mittlerweile nicht mehr, es ist selten geworden, dass die dann ein Zahlsystem auf der Webseite haben. Also man kann bei denen auf der Webseite partout kein Geld einzahlen. Man wird immer vorbeigeschleust über irgendwelche Links an Drittanbieter, wo man das Geld einfach auf irgendein Konto überweisen soll, was dann aber nichts mehr mit der Firma selbst zu tun hat. Ja, und wie gesagt, eine normale, seriöse Firma könnte jetzt vielleicht auch noch einfach einen Brief zuschicken. Naja, auf sowas kommen die halt nicht. Ganz einfach aus dem Grund, weil, naja, wie soll denn das gehen mit einer illegalen Firma? Tja, einfach nur der absolute Wahnsinn. Und wie bereits eingangs schon erwähnt, die Firma existiert ja mittlerweile auch nicht mehr. Dementsprechend haben wir hier auch den Beweis, dass das hier alles illegal ist. Für die Firma können Sie ein bisschen was erzählen? Ja, also wir sind schon seit 5 Jahren in dieser Branche tätig. Also wir beschäftigen uns nicht nur mit der Kryptowährungen, sondern auch mit dem Handel von Aktien, Indizes, Rohstoffen, Devisen. Also die haben wir zur Verfügung. Ja, schön, dass die Firma angeblich 5 Jahre auf dem Markt schon ist. Aber komisch, dass sie dann kurz nach unserem Telefonat immer offline gegangen sind. Tja, das ist klar. Alles, was der da erzählt, ist von vorne bis hinten gelogen. Nichts davon stimmt.
Kann natürlich sein, dass er schon 5 Jahre am Telefon sitzt und für andere Firmen telefoniert. Denn im Grunde genommen braucht man ja, ne, also man muss ja für so ein Callcenter da nicht den Platz wechseln, wenn sich die Webseite ändert. Man telefoniert einfach morgen für einen neuen Namen und übermorgen für den nächsten neuen Namen. Und überall sammelt man im Grunde genommen nur Geld ein. Und damit man nicht gefasst werden kann, werden die Webseiten relativ schnell wieder offline genommen. Ja, dann hat man damit alle Spuren verwischt. Und ja, also Sie könnten bei uns nicht nur in Kryptowährungen handeln. Okay, das klingt schön. Okay, also haben Sie etwas zum Aufschreiben? Ich habe gleich die Überweisungsdaten gekriegt. Mhm. Sind Sie bereit? Ja. So, als Empfänger haben wir alles groß geschrieben. Mhm. Gustav Emil. Mhm. Richard Anton. Mhm. Ein neues Wort groß geschrieben. David Ora. M wie Martha, P wie Paula. Mhm. Dann haben wir ein neues Wort, K wie Kaufmann, groß geschrieben. Ja. F wie Frieda, klein geschrieben. Mhm. T wie Theo, klein geschrieben. Mhm. Danach als Name des Empfängers. Ja. Die Postleitzahl 6000. Postleitzahl? Ja. Bei der Bankdaten? Ja. Das ist der Anschrift des Empfängers, also von der Zahlungsanbieter. Okay. Dann haben wir, ich diktiere Ihnen den Namen der Stadt. Mhm. K wie Kaufmann, groß geschrieben. Mhm. Dann haben wir E wie Emil. Ja. Dann haben wir C wie Cäsar. Mhm. S wie Siegfried. Mhm. K wie Kaufmann. Mhm. E wie Emil. Mhm. M wie Martha. Mhm. Emil Theo. Mhm. Dann haben wir ein neues Wort. Das ist, glaube ich, die Straße. Mhm. Groß geschrieben Julius. Ja. Otto Kaufmann. Mhm. Anton Ida. Mhm. Ein neues Wort, klein geschrieben. Ja. Ulrich Theo, mhm. Cäsar Anton, mhm. 40, 40. Ja. Jetzt kommt die IBAN-Nummer. Mhm. LT, also Ludwig Theo. Ja. 88. Mhm. 325. Ja. 00. Mhm. 89. 85. Mhm. 93. 1-4 2-8-8. Ja. Würden Sie mir einmal die IBAN-Nummer wiederholen? Nee. Um sicher zu gehen? Wie bitte? Nee. Warum? Also wir müssen alle Daten kontrollieren. Ja, warum? Wenn wir über eine Transaktion sprechen, müssen alle Daten korrekt und gültig sein. Ja, macht Sinn. Ja. Und haben Sie sich eigentlich die Daten, die ich Ihnen diktiert habe, notiert, oder? Nee. Warum haben Sie sich bei uns registriert? Um euch zu verarschen. Alles Gute für Sie. Alles Gute für Sie. Bis später. Na, ich nehme mal an, dem haben wir ordentlich den Tag versaut. Tja, absoluter Wahnsinn. Ich weiß mal auch nicht, was die sich dabei immer denken, vor allem die Bankdaten durchzubuchstabieren. Welcher normale Mensch macht denn bitte sowas? Und seit wann gehört eine Adresse in die Bankdaten rein? Eieieiei. Tja, es wird immer kurioser, immer komischer, aber immerhin, der ist mal freundlich geblieben, obwohl der ordentlich genervt war. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile irgendwie eine Freundlichkeitsschulung hinter sich haben und sich was von uns Scambaitern hier abgeguckt haben. Ich weiß es nicht. Der absolute Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir wie immer gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann gibt es auch immer eine Information, wenn wir was Neues auf dem Kanal haben. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.